Neuer Tag, neue Games bei Ineva.com. Wenn ihr Bock habt auf ein neues Game, auf PlayStation-Guthaben, auf ein PC-Game, auf irgendetwas, Borderlands 3, FIFA 20, Modern Warfare, geht auf Ineva.com, gebt meinen Code Chappy ein für 3% Rabatt auf das Ganze. Ihr unterstützt mich damit und euren Geldbeutel. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Willkommen Chepparinos, Chepparinas, Chepparino-Zerosse. Okay, das ist scheiße, ist in Ordnung. Lasst auf jeden Fall ein Like dafür das heutige Video. Ich habe mir was richtig Schönes erspielt und möchte euch das zeigen. Ganz, ganz oft kriege ich von ganz vielen Abonnenten von mir bei Instagram oder Twitter, wo ihr mir unbedingt folgen dürft. Das würde mich wirklich freuen, da mal so ein paar mehr Follower und Twitterer und alles mögliche, nicht Twitter, sondern Twitterer zu bekommen. Ihr könnt mir auf jeden Fall da folgen, ist unten eingeblendet. Ganz oft schreiben mir Leute eine private Nachricht und schreiben sowas wie: Hey Chappy, du bist echt cool, ich würde gern besser werden. Oder in TDM schaffe ich keine 20 Kills und in Herrschaft verliere ich andauernd und ich spiele alleine und meine Settings sind irgendwie so wie bei dir und. Und es kann verschiedene Gründe haben und es gibt ja im Prinzip 4 oder 5 Hauptmodi in jedem COD. Das könnt ihr also auch als Vorarbeit für das neue COD sehen. Da sind wir uns einig, in jedem COD gibt es so die Modi Team Deathmatch, Herrschaft, Suchen, Zerstören, Stellung und was ist das fünfte? So eine Art Capture the Flag oder Kontrolle, immer irgendwas, was auch im Competitive-Bereich irgendwie Sache ist. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich euch die 5 bekanntesten Modi jeweils an dem Gameplay einmal erkläre und vorstelle, wie ihr richtig dominieren könnt. Und damit das nicht wie bei anderen dann so eine Runde ist, wo ich 80 mal schneide, suche ich euch natürlich was ganz Schönes aus. Am besten, wo man wenig stirbt, viele Kills macht, damit ihr auch seht, dass das, was ich sage, auch Sinn ergibt. Es macht keinen Sinn, wenn ich euch sage, hey, ihr müsst das und das machen und die Runde endet 30 zu 25 und ich sage, ey, ich bin echt gut in dem Spiel. Und das Ganze soll euch ja auch unterhalten und Spaß machen. Und deshalb seht ihr jetzt im Hintergrund, wie man mal eben eine 72er KD in TDM erspielt, ganz alleine. Und warum gerade in diesem Spiel sich vieles verändert im Gegensatz zu anderen CODs. Erstmal zu der Klasse, die ich gespielt habe. Die kann ich so auch empfehlen. Die Schwertfisch ist für mich eine der stärksten Waffen im Game und mit Abstand die stärkste Burstwaffe. Das Ironside ist hässlich. Es gibt kein LV-Visier. Das heißt, ihr nehmt das Reflexvisier dazu. Dazu habt ihr den langen Lauf, damit ihr den Schaden, den ihr mit der Waffe macht, der hoch ist, auch auf Entfernung macht. Hybridmagazin, damit ihr 3 Burst mehr im Magazin habt und schneller nachladen könnt, hat also 2 Vorteile. Dazu kommt schnell ziehen, der erste, doppelschnell ziehen brauchen wir nicht bei der Waffe, einmal schnell ziehen ist hilfreich. Lasst diesen Unsinn mit Großkaliber und hier dieser Agentenmod und alles, macht das nicht mit rein. Die Waffe ist genau so gut wie sie ist, ihr nehmt mit den anderen Sachen nur Plätze weg, die ihr braucht. Dazu das Compsec-Gerät. Ihr wisst, ich bin kein Fan von Stimshot in Black Ops 4, war ich auch noch nie. Der einzige Grund dahinter, es gibt keinen Hater. Wirklich auf einem Nuklear-Spiel, nur darauf lohnt sich nicht, weil wir in Europa sind, auf europäischen Servern. Die ganzen Amis wie Dismo und Swag und der Betrüger Korean Savage und wie sie alle heißen, spielen alle auf amerikanischen Servern. Die haben die Bot-Lobbys des Jahrhunderts, das könnt ihr sehen, die hauen jeden Tag bei 3 Stunden Spielzeit 2,5 Stunden krasse Sachen raus. Die sind gut zum Teil, das ist überhaupt nicht die Frage, aber europäische Server sind, weil wir auch in Europa viel weniger Einwohner haben und viel weniger Leute, die spielen, einfach viel verschwitzter als in den USA. Deshalb wollen wir Streaks haben, es gibt keinen Hater, also wollen wir, dass die Map von uns dominiert wird, dazu das Compsec-Gerät. Plünderer, damit wir einen anderen Spezialisten als Crash nehmen können. Und ich hasse es, in der Runde eine andere Waffe nehmen zu müssen, die nicht meine ist. Ihr wisst nie, was da drauf ist. Kann scheiß Visier sein, kann scheiß Aufsatz sein, kann eine Waffe ohne Aufsatz sein. Also Plünderer mitnehmen. Gung-Ho, ich hab's seit einem Jahr, sage ich, das beste Perk im Game. Wenn ihr im Sprint seid und erst auf Zielen drückt und sofort auf Schießen drückt, ist die Sprint-Out-Time, die Zeit von dem Moment, wo ihr sprintet, bis zum Schuss bei 0,0 Millisekunden. Und Totenstille, weil viel zu viel Dingos hier in Black Ops 4 oder Bingos oder Bongos mit Akustiksensor rumlaufen. Das Perk für absolute Noobs und jeder von euch, der spielt, ist ein absoluter Noob. Da gibt es für mich gar keine Diskussion. Deshalb nehmt es mit, es kontert zumindest die Reichweite. Und wie das Spiel jetzt in Wirklichkeit aussieht, zeige ich euch, nachdem ihr gesehen habt, welche Streaks das Ganze. Drohne, Konterdrohne lohnt sich nicht. Die Hälfte der Gegner spielt mit dem Raketenwerfer, die andere Hälfte spielt mit Geist und die anderen 3 Viertel, 5 Viertel, die
Ja, eigentlich alle spielen mit Geist, haben Raketenwerfer, Drohne, Konterdrohne, könnt ihr vergessen. Ihr wollt, dass die Map dominiert wird von euch und zwar genauso, wie ihr sie spielen wollt. Also nehmt ihr Streaks mit, die richtig reinknallen. Das erste Drohnengeschwader mit Comsec-Gerät 8 Kills. Wenn ihr einen Crash zwischendurch nehmt, nur 5 oder 6 Kills. Ihr nehmt einen Spezialisten, der Kills macht. Das heißt, ihr braucht manchmal nur 4 oder 5. Die retten euch den Arsch, die helfen euch ein bisschen durchzuatmen zwischendurch. Nehmt es mit. Dazu das Scharfschützennest. Ihr kriegt es viel, viel schneller als den Kampfhubschrauber und es macht nicht weniger Kills. Nehmt es mit. Es kann vor allem nicht gegeiert werden. Und das Einsatzteam. Zerstört gegnerische Hunde, Stolperminen, zerstört Drohnen, zerstört Sucherminen. Das Einsatzteam ist euer bester Helfer und ihr müsst immer daran denken, ihr spielt alleine und auf eure Teammates könnt ihr euch nicht verlassen. Und jetzt ab ins Gameplay. So, ich bin jetzt in den Kinomodus gegangen, damit wir auch zwischendurch anhalten können. Ihr seht dann, was ich gedacht habe, warum ich wie gespielt habe. Denkt dran, 72er KD, das spielt man nicht einfach so. Und für die Leute, die sagen, dass ich ja mit Maus und Tastatur spiele, ich habe eine Maus von, ich weiß gar nicht von wem die ist, so 8 Euro Maus und eine Tastatur, die kostet wahrscheinlich genauso wenig und habe in meinem ganzen Leben noch nie mit Maus und Tastatur gespielt. Ich spiele mit diesem wunderschönen Baby hier. Kriegt ihr übrigens auch bei Für Gamer von Gamer. So, jetzt gehen wir einmal ins Spiel. Was ihr jetzt gesehen habt, ist der allererste Tod und auch der einzige Tod in der ganzen Runde. Jetzt habt ihr noch ein bisschen Sound dazu. Macht erstmal nichts. So kann eine Runde auf jeden Fall durchaus mal beginnen. Wir haben Battery und jetzt seht ihr, ich bin ganz alleine auf dieser Seite. Das heißt, ich will diesen Kill in der Mitte machen und die beiden sind natürlich großartige geschenkte Kills. Jetzt seht ihr auf der Minimap, ich halte hier einmal ganz kurz an. Das ist jetzt sehr, sehr wichtig für euch. Die ganze Zeit war ich im Prinzip mit dem Rücken zum Spawn der Gegner, weshalb ich in die Richtung gelaufen bin, wo die Gegner jetzt sind, damit ich zu meinen Teammates kurz komme. Ich brauche ein bisschen Hilfe von hinten. Hinter mir sind 3 Teammates. Hinter mir kann unmöglich einer kommen. 2 sind hinter mir, einer ist hinter den Beinen und links von uns ist einer und ganz links ist einer. Es gibt 2 Möglichkeiten, von wo die Gegner kommen können. Links der große Platz und das ist der Platz, wo ihr auf Slums zum Beispiel in jedem Spielmodus die Kontrolle haben wollt. Von dem Platz aus könnt ihr alle Eingänge dominieren. Jetzt aim ich hier ein bisschen ab, ziehe den mit dem zweiten Burst direkt raus und bin schon nur noch 4 Kills vor meinen Streaks. Und jetzt seht ihr, ich push da nicht wie so ein Wahnsinniger rein. Ich habe die absolute Power Position. Die beiden laufen komplett an mir vorbei. Ich schnapp mir die Kills. Und ihr seht das, da kann die Nate jetzt rein. Jetzt weiß ich, rechts und links können welche kommen. Das ist absolut Glück und ihr braucht in einer guten Runde 2 oder 3 Runden, wo es einfach gut für euch läuft. Diese scheiß Suchermine hält euch eine Ewigkeit gefangen. Und jetzt weiß ich, da ist ein Gegner, links von mir kann nichts kommen. Ich könnte jetzt ein bisschen auch reinpushen, will ich aber nicht. Ich spiele erstmal auf die Streaks und wenn ich die Streaks habe, dann kann ich reinpushen. Andersrum macht es keinen Sinn, weil ihr einfach zu schnell durch Bullshit in diesem Game sterbt. Und ihr braucht nicht immer vollkommen aggressiv spielen. Wenn ihr wirklich darauf geht, ein High-Kill-Gameplay zu haben, dann könnt ihr das mit einer Spitfire und Leichtgewicht und Gung-Ho im vollen Tempo machen. Oder ihr spielt das vorsichtig und guckt ganz genau. Den ersten Kill geschnackt, den zweiten Kill. Ich heile mich kurz und jetzt weiß ich, da ist ein Teammate von mir. Das heißt, da kann keiner kommen. Jetzt habe ich meine Streaks, die habe ich beide gerufen. Die verschaffen mir ein bisschen Raum zum Atmen. Es steht 19 zu 15 aktuell. Wir haben 11 Kills von 19. Das heißt, wir machen alles richtig. Wir haben nur diesen einen Tod und es kommt auch keiner mehr dazu, weil wir vorsichtig und clever spielen. Das Munipack immer mitnehmen und allein durch die Kills von euren Streaks, für eine Streak, die 800 Punkte nur kostet, habt ihr das Einsatzteam bekommen. Und jetzt hauen wir den ersten weg. Wir riskieren gar nicht, da jetzt lange im Weg zu stehen. Und jetzt ist wichtig, dass ihr genau guckt, wo könnten die Gegner sein. Hier habe ich einfach mal blind reingeschossen. Die andere Option ist da, wo sie jetzt herkommen, nämlich da, wo alles offen ist. Guckt auf die Karte, dann könnt ihr das sehen. Alles vor mir ist offen, das heißt, da muss der Spawn der Gegner sein. Ich habe die Kriegsmaschine in der Hand, ich habe 150 Leben, ich habe die Streaks noch und das Einsatzteam ist auch direkt hinter mir. Das heißt, ich kann mich trauen, da ein Stück hinzugehen. So, da habe ich ein bisschen zu früh geschossen, da bin ich ein bisschen zu früh gekommen, das hat meine Frau auch noch nie gesagt, aber heute wurde das erste Mal dann. So, Einsatzteam ist da, es kann nichts passieren, ich will den Weg hier gehen. Da kommt aber auch keiner. Und nochmal gucken, Free Kill, Leute, das ist 125 Punkte, ohne dass ich auch nur die Gefahr bestand, dass ich einen Schuss abbekomme. Und jetzt weiß ich, der ganze Spawn kann auf der Seite wieder sein. Ich habe meine Clustergranate. Und ich weiß, selbst wenn sie hier drinnen sind, ich habe die Power Position und ich habe eine Waffe, die mit einem Burst jemand aus kurzer Entfernung niedermäht. Überhaupt kein Problem. Ich bin 55 Punkte vor den nächsten Streaks. Skrupellos und das Drohnengeschwader.
und ich brauchte überhaupt nichts tun bisher. Ich spiele das komplett entspannt und das hat einen Grund. Ihr könnt eine Runde absolut entspannt angehen, wenn ihr es hinkriegt, das Tempo der Runde für sozusagen euer Team und für euch zu bestimmen. Mit meinen Streaks am Himmel und meinem Spezi und der Waffe entscheide ich, wie schnell diese Runde gespielt wird und wo ich hinlaufen will. Ihr seht, das Einsatzteam ist da beschäftigt. Dadurch, dass das Einsatzteam beschäftigt ist, kann ich die Kills einfach snacken. Das ist der Grund, warum ich immer sage, auf einem europäischen Server nehmt immer, wirklich immer, Streaks mit. Außer ihr habt einen Hater, das ist dann obsolet, weil Hater ist immer besser als alles andere. Hater gibt es hier aber nicht, also nehmen wir Drohne und Konterdrohne mit. Jetzt gucke ich hier, der Spawn hat sich nicht gedreht, obwohl das so aussah, also rotiere ich wieder links außen. Und ich weiß, da ist einer. Und jetzt, normalerweise wäre ich da reingepusht, wenn ich auf einer 5er, 6er Streak wäre. Ich bin aber auf einer 16er, 17er Streak. Ich habe alle meine Streaks oben. Ich habe keinen Bock jetzt zu sterben. Also bleibt ihr in der Power Position. Ich weiß, dass er rechts ist und er wird dann nicht so schnell abhauen. Aber links von mir, und das seht ihr, droppt das Einsatzteam. Das heißt, ich könnte jetzt reinpushen und es riskieren oder ich lasse das Einsatzteam vor und nehme die sozusagen als Puffer. Und genau das passiert hier jetzt. Das Einsatzteam droppt. Ich sehe, wo der Schuss herkommt. Ich weiß, wo er ist und pick ihn hinter dem Auto. Ohne Probleme. Das Einsatzteam hat die Schüsse abbekommen. Hier holen wir nochmal zwei Kills. Und jetzt nochmal ganz kurz, ganz wichtig. Danach läuft es auch ein bisschen flüssiger nochmal für euch weiter. Mir war die Situation jetzt zu riskant. Ihr könnt das sehen. Ich mache das mal langsam. Hinter mir ist nur ein Teammate. Ich habe gesehen, dass bei den Treppen noch welche kommen. Also ignoriere ich da den nächsten Kill, den ich machen könnte. Und orientiere mich wieder auf die nächste Seite. Denn da ist das, wo ich meine Kills herbekomme. Das Auto ist ein super Cover. Da hole ich den ersten. Unnachgiebig. Hier das zweite Mal. Einfach ein bisschen Glück, dass er nicht richtig schießen kann. Das ist natürlich geil. Hier ein 5-Mann-Feed. 4 Granatwerfer. Damit ist auch die Brutal-Medaille eigentlich schon gesaved. Und jetzt weiß ich, jetzt müsst ihr gucken, 69 Kills hat mein Team, davon habe ich 49. Ich habe mehr Schaden als alle 11 Spieler insgesamt. Wenn ihr runterrechnet, ich habe mehr Schaden als alle zusammen. Ich weiß also, ich kontrolliere das Game, es ist meine Runde und ich will hier eine geile Runde. Hier, brutal. Wieder ein bisschen Glück, dass er auf den Teammate zuerst schießt, aber ein bisschen Glück gehört dazu. Hier versuche ich noch den schnell zu snacken, habe ich nicht geschafft, macht aber nichts. Hier hinten habe ich gesehen, ist eben einer gespawnt, da ist jetzt keiner mehr. Das heißt, der ganze Spawn dreht sich wieder auf die nächste Seite. Ich laufe mit dem Einsatzteam mit. Ich bin 4 von meinen nächsten Streaks. Die beiden, es ist einfach dann auch wirklich Glück, wenn ihr so einen Kill noch bekommt. 2 Kills geschenkt bekommen. Hier ist noch eine Cluster. Ich mache den Weg dicht. Mit der Cluster 2 Stück bekommen. Guckt euch den Killfeed an. Mein Sniper-Nest, mein Einsatzteam. Meine Waffe und Doppelgranate. 5 Kills innerhalb von einer Sekunde mit einer Aktion. Wir sind jetzt bei 61 zu 1. Ich habe zu keinem Moment jetzt das Gefühl gehabt, dass es gerade knapp werden könnte oder dass ich jetzt einfach so viel Glück brauchte, dass irgendwie mein Hirn fast wegfliegt. Und ihr seht, dadurch, dass meine Streaks die ganze Zeit Kills machen, sind die Gegner auch beschäftigt. Und wenn die Gegner beschäftigt sind, haben sie was anderes zu tun, als auf euch zu geiern. Meistens holen die ihre Raketenwerfer raus und geiern. Und während die ihre Raketenwerfer rausholen, könnt ihr die Gegner einfach abknallen. Er kriegt auch noch eine schöne Unaufhaltsam von ihm, sind 1000 XP in meine Tasche, ganz entspannt. Da hinten weiß ich, ist einer. Ich sehe es auf dem Radar, ich sehe es so, ich warte, dass er kommt. Das Drohnengeschwader tötet ihn. Jetzt haben wir hier 3 Kills fehlen nur noch, bis die Runde vorbei ist. Ich habe meine Granatwerfer fast wieder voll, brauche ich aber gar nicht mehr. 72 zu 1, 10.000 Schaden und zu keiner Sekunde hatte ich ein Problem. Ich habe Team Deathmatch komplett dominiert, weil ich genauso gespielt habe, wie das für meine Spielweise am besten ist. Und ihr könnt auf die Teammates gucken. Ein guter Teammate, 2 gute Teammates. Der Rest geht positiv. Obwohl sie nicht gut sind, aus dem einfachen Grund, dass sie Hilfe hatten durch die Streaks, die ganze Zeit oben waren. Und die Gegner sind, also es tut mir wirklich leid für die Gegner, aber es war nicht der schönste Tag für die. Das ist für mich die Erklärung, wie man Team Deathmatch in jedem COD dominieren kann. Und wenn ihr 150 Likes schafft, kriegt ihr morgen die Erklärung, wie ihr Herrschaft in jedem Modus vollkriegt. Oder in jedem Modus dominieren könnt. Oder wie ihr Herrschaft dominieren könnt. So. 150 Likes, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn euch das heute gefallen hat. Ich bin raus. Haut rein.